25% Kursgewinn pro Jahr im Schnitt seit 2015, dem IPO. 2% aktuell Dividendenrendite nochmal obendrauf. Das gibt es bei einer Aktie, von der du vermutlich noch nie gehört hast. Um welche Aktie es sich handelt und ob du weiterhin mit einer ähnlich hohen Rendite rechnen darfst, das erfährst du in diesem Video. Mein Name Thorsten Tiedt. Hier geht es ums langfristige Investieren. Wir suchen nach Qualitätsaktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Davon gibt es ganz viele bei den Blue Chips, aber eben auch welche aus der zweiten oder sogar dritten Reihe. Und darum handelt es sich hier. An der Stelle noch ganz wichtig: keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Bitte vorm Aktien kaufen, sich selbst nochmal einen Eindruck verschaffen und auch ganz wichtig, dass es zu deiner Anlagestrategie passt, die jeweilige Aktie. Jetzt aber los, und hier ist sie auch schon. Und EDP Education, habe ich was Falsches versprochen? Vermutlich noch nie davon gehört. Ist eine Aktie aus Australien. Education, der Name ist Programm. Wir sind hier also im Bildungsbereich unterwegs, und man sieht hier schon die Gewinnentwicklung. Zunächst aber mal ein Blick auf die langfristige Performance hier, und dann haben wir hier, man sieht es, die Rendite jährlich von, jetzt sind es nur noch 24%, vorhin waren es noch 25%, das heißt, beziehungsweise gestern waren es so 25%, über Nacht hat die Aktie nochmal ein bisschen was an Wert verloren. Sie ist also jetzt noch günstiger zu haben. All-Time-High war hier bei knapp 40 US-Dollar, und momentan kostet das gute Stück eines unter 20 australische Dollar, nicht US-Dollar. Und ich würde sagen, jetzt stelle ich euch mal vor, was die denn so machen. Dann kann man auch schön hier in die Segmente reingehen. Ihr wisst, Bildung ist wichtig, wichtiger als je zuvor, wird immer wichtiger. Und wo fängt man seine Karriere an eigentlich? Wo, ja, mehr oder weniger werden, als Student, wo man dann wirklich nah schon am Berufsleben ist und die entsprechenden Weichen stellt. Und EDP Education unterstützt Studenten bei Auslandsaufenthalten an anderen Universitäten. Und das wäre dieses blaue Segment hier, das heißt Student Placement, also Beratung und alles, was dazugehört. Die operative Marge liegt bei 85,5%. Und dann haben wir hier noch das Grüne unten drunter, und da geht es um Sprachtests. Es gibt einen Sprachtest, und jetzt weiß ich selber nicht genau, wie man den ausspricht. Die Buchstaben sind IELTS. Und das ist so ähnlich wie der TOEFL-Test, einer der großen Sprachtests. Und die werden nicht nur von Studenten genutzt, sondern auch von Arbeitnehmern, die also bereits im Beruf stehen, und teilweise auch von Migranten, wenn es ihnen dabei hilft, dann ins entsprechende Zielland zu kommen und ein besseres Leben zu führen. Und hier haben wir operative Marge von 48%, macht 55, 56% des Umsatzes aus. Und dann haben wir noch zwei kleinere Segmente. Das wäre einmal English Language Teaching, das sind Sprachschulen. Und dann hätten wir Digital Marketing and Event. Und da muss man sich jetzt so vorstellen, dass EDP Education ist hoch digitalisiert. Die haben auch Apps. Eine heißt beispielsweise Fastlane, wo sich Studenten, die Interesse haben an einem Auslandsaufenthalt, registrieren können. Und da werden viele Daten gesammelt. Und das ist auch für die Universitäten interessant, weil die Universitäten wollen eben auch die besten Studenten haben, auch aus dem Ausland, und verbessern damit mit den Daten von EDP Education ihre eigenen Auswahlprozesse beispielsweise. Und das ist also ein sehr einträgliches Geschäft, wie man an den Margen erkennen kann. Und es ist ein Wachstumsmarkt, weil Bildung ist ein Wachstumsmarkt. Sozusagen ein Megatrend, was wir ja hier sehen können. Im Qualitätscheck bezüglich der langfristigen Gewinnentwicklung sieht man hier einen Einbruch. Das war während Corona, als Sprachschulen geschlossen waren und es Reisebeschränkungen gab. Es ist ganz klar, dass das dem Geschäft abträglich war. Interessanterweise hat man immer noch Gewinne erzielt, die Dividende aber gekürzt, und jetzt ist die Dividende wieder gestiegen und die Gewinne sind
auch auf Allzeithoch und es soll hier schön weitergehen mit dem Gewinn. Dann haben wir hier noch die Entwicklung von Umsatz und Margen. Das sieht auch sehr gut aus. Wir haben Margen, operative Margen auf dem Allzeithoch und wir haben hier schön steigende Umsätze. Wenn wir uns hier die Bilanz anschauen, dann ist die soweit auch solide. Was auffällt, mir jedenfalls, ist es zum einen hier der Goodwill. Das heißt, wir haben hier Zukäufe, wir haben organisches, aber auch anorganisches, das sprich zugekauftes Wachstum. So expandiert das Unternehmen in erster Linie in neue Märkte. Wir haben hier die Regionen, das sind nicht aufgedröselt nach Land, sondern eher ja, nach Kontinent, ganz grob jedenfalls, mit Asia, Rest of the World und Australasia. Man sieht also, die meisten Umsätze werden außerhalb Australiens getätigt. Es gibt da also auch gewisses Wechselkursrisiko, aber das haben ja die meisten Unternehmen. Und sehr viel Umsatz wird in Asien generiert. 3/4 des Umsatzes wird in Asien generiert. Beispielsweise Thailand und andere Unternehmen, andere Länder. Und in Thailand wurde auch, habe ich gelesen, vor kurzem was aufgekauft. Das ist dann also der Goodwill. Wir haben relativ hohe liquide Mittel, Cashbestände in Höhe von 167 Millionen australischen Dollar im Vergleich. Dividenden in den letzten 12 Monaten wurden ausgeschüttet in Höhe von 96 Millionen. Wir haben einen freien Cashflow gehabt von 131 Millionen. Das heißt, wir haben die Dividende gedeckt, auch durch den freien Cashflow, wenn auch relativ knapp. Das sieht man hier. Durch Gewinn und die freien Cashflow ist die Dividende gedeckt. Der Großteil der Performance dieser Aktie wird ja erzielt, das habe ich schon gezeigt, nicht durch die Dividende, sondern durch Kursgewinne. Aber noch ein Wort zu den Dividenden in Australien. Da gibt es 30% Quellensteuer, davon wird 15% anerkannt in Deutschland, was dazu führen würde, dass man insgesamt 30% Quellensteuer bezahlt, plus 12% Abgeltungssteuer, also 27% Abgeltungssteuer, minus die anerkannten 15% sind 12%, also 30, wenn 42%. Aber es fällt keine australische Quellensteuer an, wenn die Dividenden auf Unternehmensebene voll besteuert werden, das heißt fully franked im Fachbegriff. Und da bin ich jetzt unsicher, um ehrlich zu sein. Sie sind auf jeden Fall franked, aber ob sie fully franked sind, weiß ich nicht. Also der Steuersatz effektiv wird bei unter 42% sein. Da bin ich mir sicher. Nur kann ich nicht garantieren, dass überhaupt keine Quellensteuer anfällt bei den 2% Dividende. Falls es jemand weiß, ich habe es nicht rausgefunden bei der Recherche, kann er gerne hier einen Kommentar schreiben, wäre ich dankbar. Aber ansonsten nochmal der Hinweis, dass hauptsächlich macht man mit dieser Aktie die Rendite erzielt man bei dieser Aktie die Rendite in erster Linie durch Kursgewinne. So, ich denke, jetzt können wir schon zur Bewertung voranschreiten. Es ist interessant hier die Multiples, einmal hier auf den bereinigten Gewinn. Da sieht man, dass die Aktie momentan bewertet ist mit einem KGV von um die 33. Im Schnitt waren es 56, das heißt, der Markt hat dieses Unternehmen schon sehr hoch bewertet, lange Zeit. Wir haben einen richtigen Ausbruch nach oben. Das wäre Corona, also nicht so wirklich repräsentativ. Man kann aber auch das KUV beispielsweise nehmen. Da wird es dann, dass dann der Ausbruch weniger groß, weil die Umsätze, sieht man hier auch schön, nicht so dermaßen eingebrochen sind wie der Gewinn. Da kriegt man an der Stelle ein besseren Eindruck bezüglich der Bewertung. Und da haben wir aber auch bereits eine leichte Unterbewertung hier, KUVs von so um die 5,6 habe ich gesehen. Und wir hatten hier schon KUVs an die bis zu 14 gehabt und jetzt unter 6. Und hier sieht man, dass das KUV dann bei längerer Haltedauer natürlich auch entsprechend runtergeht, bis hier im Jahr Anfang 2027 dann hier unter 4, Ende 2026 schon. Ist also keine Aktie, die super günstig ist, ist aber eine Aktie, die, und das sehen wir jetzt auch gleich hier oben in den Kennzahlen beispielsweise, entsprechende Wachstumsraten hat. Also wir haben hier ein Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich zwischen 15 und 20%. Und so eine Aktie ist halt ein bisschen teurer, vor allem wenn das Geschäftsmodell funktioniert und die Risiken eher überschaubar scheinen.
So, jetzt gehen wir mal zur Bewertung. Da können wir zum einen den Gewinn natürlich nehmen. Da hier haben wir den bilanzierten Gewinn, den nehmen wir mal und dann sieht man, dass das Ganze so entsprechend aussieht. Man kann aber auch das KUV heranziehen. Hier mal wieder Glaskugel, ist nur noch ein Analyst übrig geblieben, darf man nicht für bare Münze nehmen. Hier haben wir aber noch sechs Analysten, also bis hier sollte man also den fairen Wert, könnte man den fairen Wert quasi bestimmen, anhand der Schätzung hier nicht mehr, bitte. Man kann aber auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis nehmen, das bietet sich da auch an, weil wir momentan Margen haben auf Allzeithoch, die noch weiter steigen sollen. Das heißt, der Umsatz, ein australischer Dollar-Umsatz war noch nie so wertvoll wie heute, weil eben die Margen so hoch sind. Und damit, wenn wir dann das KUV nehmen zum Bewerten, sind wir automatisch konservativ unterwegs. Konservativer, als wenn wir den fairen Wert auf Basis des bilanzierten Gewinns heranziehen. Das machen wir jetzt mal. Da sehen wir das hier und sehen wir auch, dass die Aktie unterbewertet ist, etwas weniger unterbewertet als basierend auf dem fairen Wert des bilanzierten Gewinns. So, deshalb machen wir das jetzt mal weg, weil wir ein bisschen konservativer unterwegs sein wollen. Und dann sehen wir hier den Schnitt 6,4, aktuell KUV von 5,6. Hier übrigens auch noch die Dividendenrendite ist ein bisschen gestiegen im Vergleich zum Intro, habe ich 2% gesagt, jetzt liegt sie bei 2,1%. Und wir sehen hier, wenn wir mal gucken, was anhand des fairen Werts auf dem Umsatz für eine Rendite zu erwarten wäre, dann hätten wir eine reale Rendite von 22% über die nächsten ungefähr 2,5 Jahre, was Pi mal Daumen dem entspricht, was man mit der Aktie auch langfristig gemacht hat. Hier haben wir die relativ krasse Überbewertung, als die Aktie fast 40 Dollar, australische Dollar gekostet hat. Man kann das Ganze jetzt natürlich auch konservativer machen. Da muss man sich jeder überlegen, wann er da einsteigen möchte und was er für realistisch hält. Man könnte auch hier mal einfach bei 26, knapp 26 australischen Dollar hier einen fairen Wert ziehen und sagen, hier, ich bin mal ganz vorsichtig unterwegs, da wäre es immer noch eine Rendite von 10,5%. Man hätte also damit immer noch den Markt geschlagen. Was man natürlich auch machen kann, oder du machen kannst, ist hier einfach mal sagen, ja, die Aktie an sich ist interessant, aber ich hätte sie gerne noch günstiger. Dann könntest du beispielsweise hier bei 18, 19 australische Dollar noch ein Kurslimit setzen, hier zum Beispiel, und dann wäre aus 10,5% 12,8% Renditeerwartung geworden. Ich habe übrigens auch ein Kurs- bzw. Preislimit gesetzt hier, weil ich einfach wissen will, wie es da weitergeht, ob die Aktie noch weiter fällt, hier mal bei 19 australischen Dollar. So, das war jetzt mal die Vorstellung von einer Aktie, die ich für interessant halte. Jetzt interessiert mich noch darüber hinaus, was du von der Aktie hältst. Gerne Kommentare schreiben, happy to discuss und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.